Die Zeit ist reif für ein neues kleines Mini-Projekt. Ja, damit ihr außer Mystical Ninja auch mal was anderes seht. Ja, und das ist ein Projekt, das ich schon mal aufgenommen habe, was aber leider dann einem externen Festplattenfehler zum Opfer gefallen ist. Ihr habt die Geschichte ja mitbekommen bei Santa Claus in Trouble und so erging es auch diesem Projekt komplett gelöscht worden. Aber nichtsdestotrotz nehme ich es jetzt nochmal auf. Es dauert ja auch nicht lange. Es handelt sich dabei um Rainbow Islands, The Story of Bubble Bobble 2. Ja, ein Spiel von Taito für das Sega Master System. Ein Jump'n'Run, so richtig schön im Stil, ja, von Bubble Bobble. Nur, dass wir diesmal keine völlig wahnsinnig gewordenen... So, jetzt. Keine völlig wahnsinnig gewordenen Drachen spielen, sondern völlig wahnsinnig gewordene Typis oder einen völlig wahnsinnig gewordenen Jungen mit Grafikbugs, das lässt sich leider nicht verhindern. Das tut mir sehr leid übrigens, dass diese Regenbogen hier so blinken. Das hat man auf dem Sega Master System, meinte ich nicht. Hier auf dem Emulator hat man es leider. Ja, lässt sich leider nicht verhindern, müsst ihr mit leben, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall spielen wir hier diesen netten Jungen hier mit Regenbogenkräften. Und er muss sich durch verschiedene Welten kämpfen. Warum muss er das machen? Ganz einfach, er will die Welt retten. Ja, das ist immer das einfachste Prinzip, um zu erklären, warum so ein kleiner Junge, ja, sich ganz alleine auf die Suche begibt und Monster tötet und überhaupt. Ja, das erste Level, beziehungsweise den ersten Abschnitt des Levels haben wir bereits hinter uns. Das war nur so ein bisschen, ja, so als Einführung. Und wir können in diesen insgesamt 7 Welten, und das versuche ich auch, die sogenannten Big Diamonds sammeln. Dafür müssen wir Folgendes machen. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ich mache mal kurz ein Save State, auch wenn ich das insgesamt natürlich ohne Save State so gerne machen möchte. Moment. So. Ja. Oh, stopp. Nein? Nicht so vorsichtig. Ja. Okay, und zwar können wir nämlich diese Typen auch besiegen, indem wir gegen die Regenbogen springen und sie dann auf sie drauffallen lassen, diese Regenbogen. So wie ich das gerade gemacht habe. Und so wie ich es jetzt wieder mache. Daraufhin lassen sie nämlich in den meisten Fällen diese wunderschönen Diamanten fallen. Und diese brauchen wir. Insgesamt 7 Farben gibt es, um am Ende eines Levels den großen Diamanten zu bekommen. Bei meiner Aufnahme damals habe ich es nicht hinbekommen, alle 7 großen Diamanten zu sammeln, weil es wirklich sehr viel auch mit Glück zusammenhängt, dass man die richtigen Farben bekommt. Ich versuche es in diesem Durchgang zu schaffen, weil man dort dann wohl ein anderes Ending oder irgendwas bekommt. Das habe ich persönlich noch nie gesehen und das, obwohl ich dieses Spiel wirklich in meiner Kindheit sehr, sehr oft gezockt habe. Von daher wäre das mal wirklich was Episches für mich, ein epischer Augenblick, wenn ich das hier mal erleben dürfte. Und deswegen versuchen wir in diesem Let's Play auch auf jeden Fall diese Diamanten einzusammeln. Einziges Problem nur, und das werdet ihr gleich sehen, wenn ich mich nicht bald mal beeile, wir haben in den Levels natürlich nur begrenzt Zeit. Ansonsten werden diese, kein Witz, geflutet. So, wir haben jetzt 3 verschiedene Farben und ihr seht hier, das kann ich jetzt in Camtasia wunderschön zeigen mit dem Mauszeiger hier, oh mein Gott, ein Gegner. So, 3 Buchstaben. Insgesamt, wenn hier das Wort Rainbow erscheint, dann wisst ihr, ihr habt alle, hoppala, ihr habt alle Farben eingesammelt und, ja, bekommt einen großen Diamanten am Ende. Oh mein Gott, und jetzt habe ich ein Blitz-Item eingesammelt. Ja, das ist auch sowas, es gibt hier unheimlich viele Items. Und diese Blitz-Items zerstören die Gegner. Direkt. Es wäre nur schön, wenn jetzt mal eine andere Diamantenfarbe kommen würde, als... Es sind nämlich jetzt genau die 3 gekommen, die ich schon hatte. Super. Super, super, super. Und jetzt heißt es auch noch Hurry. Das ist das, wovon ich geredet habe, weil gleich wird dieses Level geflutet werden. Oh, ein blauer Diamant. Ein blauer... Oh mein Gott. Oh, die Flut. Die Flut. Oh mein Gott, die Flut. Ich glaube... Hier sollte ich besser schnell raus. Oh mein Gott, die Flut! Die kommt immer näher! Sie ist weg! Warum ist die Flut weg? Nur weil ich jetzt hier in so einem anderen kleinen, popligen Abschnitt bin, ist gleich die Flut weg?
Wollt ihr mich verarschen? Nein, natürlich nicht. Ja, hier wird sie nämlich auch gleich wieder auftauchen, wenn wir uns nicht beeilen. Aber dann steht hier auch wieder Hurry und ihr wisst Bescheid. So, wir haben nun das wunderschöne Wort Rano. Aber wir wollen ja das schöne Wort Rainbow haben. Die Levels an sich sind nicht das große Problem, aber wirklich diese Diamantensammelei. Safe State! Wuhu! Hahaha! Und ein Stern! Wunderbar! Einen Stern, der deinen Gegner killt und uns Diamanten bringt. Ich kann nicht singen, darum probier ich's auch gar nicht weiter. Dieses Spiel ist viel zu heiter und ich bin manchmal selbst überrascht von meinen Reimfähigkeiten. Oh mein Gott, es fehlt nur noch ein Diamant und den holen wir uns. Nice! Ja, wir haben alle 7 Diamanten, alle Farben. Sehr schön, das heißt, im ersten Level brauchen wir uns gar keine Gedanken mehr zu machen. Wir haben es geschafft. Wir können nun ganz humorlos hier durchbrechen. Ja! Juhu! Ja! Da könnt ihr sehen, da kenne ich nichts. Oh mein Gott, ich bin völlig wahnsinnig gefahren. Ja, ich werde immer völlig wahnsinnig. Alle meine Spielcharaktere werden hier völlig wahnsinnig. Es ist halt einfach in meinen Let's Plays so. Lebt damit oder sterbt. Wie kann man bei diesem Spiel nur aufgedreht sein? Es ist viel zu niedlich zum aufgedreht sein, aber egal. Wow, Weltnummer 1. Abschnitt 4. Der letzte Abschnitt und dann gibt es einen epischen Bosskampf. Also ihr habt immer 4 Abschnitte Zeit, um, ja, sozusagen die Sache mit den Diamanten hier zu erledigen. Das Wörtchen Rainbow steht also immer noch hier. Innerhalb dieser 4 Abschnitte müsst ihr halt wirklich zusehen, dass ihr diese 7 Farben irgendwie zusammenbekommt. Es ist nicht zwingend notwendig, um das Spiel zu beenden, aber eben, wenn ihr dieses ultrageheime Ending sehen wollt, was ich noch nicht kenne. Oh Gott. Warum spiele ich dieses Spiel? Es ist so an sich eigentlich gar nicht mal besonders anspruchsvoll. Es gibt ein paar Levels, die sind ein bisschen hart, aber so an sich ist das alles nicht besonders schwer. Wie gesagt, diese Grafik! Das war jetzt doof. Das war jetzt doof. Jetzt habe ich nur noch 6 Leben. diese Grafik-Bugs bitte ich echt so ein bisschen zu entschuldigen. Jetzt habe ich auch nur noch einen Regenbogen, so ein Mist. Ich habe meine Power verloren. Dass hier so blinkt, ich meine, das gab es echt beim Sega Master System nicht und da lief das auch alles ein bisschen flüssiger. Logischerweise als auf dem Emulator mit Camtasia. Naja, was soll's. Gut, vielleicht kriege ich das. Oh mein Gott, Spidey! Vielleicht kriege ich das noch in den Griff. Spidey kommt und wir haben nur noch einen Regenbogen. Hilfe, Hilfe, oh nein. Werden wir Spidey jemals besiegen können mit nur einem Regen. Verdammt. Werden wir Spidey nur besiegen können? Spidey ist viel zu schnell. Spidey ist viel zu stark. Spidey macht uns das Leben zur Hölle. Spidey wird von uns getötet. So. Himmel! Darf nicht wahr sein! Spidey hat mich getötet! Spidey! Spidey war das! Der verdammt einfachste Gegner im gesamten Spiel und er tötet mich! Was ist denn hier los mit mir? Das ist mir beim letzten Mal nicht passiert. Der lief so gut. Oh Gottes Willen! Mensch, Spidey, was denkst du dir dabei? Komm mal klar. Ja, komm mal klar, Alter. Oh Mann, was rede ich denn hier nur? Was rede ich hier nur? Und warum tötet mich Spidey? Warum ausgerechnet Spidey? Von allen miesen, popligen Gegnern, die mich töten können, tötet mich der einfachste Spidey. Das darf nicht wahr sein. Du bist tot, Spidey. Das hast du davon. Ich hasse dich. Ich trete hiermit offiziell den Spidey-Hasser-Clan an. Bei. Oh, es ist Bobby. Der Bruder von Bobby, den wir übrigens spielen. Ich gebe dir einen großen Diamanten hier.
Oh mein Gott, ein großer Diamant ist mir direkt auf den Kopf gefallen und jetzt bin ich dort. Bobby took the bad red diamond. Bobby took the big red diamond. Was willst du als nächstes machen? So, jetzt können wir uns nämlich eine wunderschöne Kiste aussuchen. Oder auch gar nicht. Wir können doch einfach reden, um weitere nützliche Informationen zu erhalten. Haha, und da wir Safe States haben, können wir sogar beides machen. Das war der falsche Knopf. Ich will erst reden. Gosh, ich wurde von dem Enemy, von dem Gegner geschnappt, als ich runtergefallen bin. Oh mein Gott. Du bist wirklich ein... Was ist ein Goof-Off? Na, ich hatte mir Sorgen gemacht. Tut mir leid. Aber ich habe etwas gehört. Wenn du alle Diamanten sammelst in allen 7 Farben, wird etwas Wundervolles passieren. Und was ist dieses wundervolle Ding? Ich weiß es nicht. Ich werde nachsehen und das checken. Bis dann. Ja, nix da. Ich will eine Kiste öffnen und das mache ich jetzt sogleich. So, und jetzt können wir uns eine wunderschöne Kiste aussuchen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wir wählen die linke. Sag ich einfach mal. Congratulations, you got a magic pot. Was wäre denn in der anderen Kiste gewesen? Das erfahrt ihr jetzt. Ein Magic... Das kann doch nicht... Ein Magic Pot? Magic Pot. So viele Magic... Warum nur Magic Pot? Himmel. Egal, was soll's. Wir machen... Immediately, sozusagen, mit dem zweiten Level weiter. Denn dank des Magic Pot haben wir nun auch wieder doppelte Regenbogen-Fucking-Power. Dieses Spiel, es ist... völlig wahnsinnig geworden. Aber wir haben immerhin schon das... Oh! Oh wie, oh mein Gott, ein wunderschöner Regenbogen. Ja, oh mein Gott, wie... Oh wie, oh mein Gott, ein Turnschuh, der uns super schnell macht. Und hier endlich mal ein bisschen Speed reinkommt. Ja! Schon gedacht, er stirbt. Und was ist los? Wieso hast du mir keinen Diamanten gegeben, du dämlicher Penner? Ich hasse dich. Ich hab nicht mal eine Ahnung, wie viele Minuten wir jetzt hier gerade haben. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir beenden den Part an dieser Stelle und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh mein Gott, wenn das jetzt nur 10 Minuten waren oder so, dann drehe ich durch. Aber egal, bis zum nächsten Mal. Safe State. Ja, muss auch mal sein.